Haben Sie das vorbereitet? Nein? Ich auch nicht. Ich bin die Amnesie. Das ist auch schon alles, was ich weiß. Das sind Sie. Und wie heißen Sie? Wer sind Sie und warum rede ich mit Ihnen? Warum folgen Sie mir? Ich habe mir dieses Versteck ausgesucht. Das große, schwere Tor schützt mich und meine Gedanken vor anderen. Ich entscheide, wann ich das Tor öffne. Ich entscheide auch, wie lange ihr hier bleiben dürft. Übrigens, das Berühren sämtlicher Gegenstände ist verboten. Wenn Menschen, die eine gleiche Erziehung genossen haben wie ich, die gleichen Worte sprechen wie ich, die gleichen Bücher, gleiche Musik, gleiche Gemälde lieben wie ich, wenn diese Menschen keineswegs gesichert sind vor der Möglichkeit, Unmenschen zu werden und Dinge zu tun, die wir den Menschen unserer Zeit, ausgenommen die pathologischen Einzelfälle, vorher nicht hätten zutrauen können, woher nehme ich die Zuversicht, dass ich davon gesichert sei? Vergangenheit ist eine Zeit, die mich geprägt hat. Vergangenheit ist, was ich schon hinter mir gelassen habe. Vergangenheit ist alles, was bisher auf der Welt geschehen ist. Vergangenheit kann ich nicht mehr rückgängig machen. Ereignisse, die sowohl in guter als auch in schlechter Erinnerung bleiben können. Vergangenheit sind alte Erinnerungen. Vergangenheit ist Nostalgie. Kann man sie vergessen? Ich habe eine Zukunft mit den Erfahrungen der Vergangenheit. Vergangenheiten bestehen aus Erinnerungen. Vergangenheit könnte die Zukunft beeinflussen. Vergangenheit ist das Gegenteil von Zukunft. Du musst die Vergangenheit loslassen, um die Zukunft zu leben. Vergangenheit könnte die Zukunft beeinflussen. Vergangenheit ist Mittelalter, Holocaust, Hexenverbrennung, Kolonialismus, Krieg, Folter. Vergangenheit sind wir. Vergangenheit sind Ereignisse, die geschehen sind und die man nicht mehr rückgängig machen kann. Was ist Vergangenheit? Ohne Grund lasse ich mich zu einem Lächeln hinreißen.
Ich, die Entdeckerin dieses Landes, fand es so unfassbar schön, dass ich damit etwas anfangen müsste. Vielleicht eine Großstadt. Aber die Sprache ist ein Problem. Ich verstehe die Einwohner von Babel einfach nicht. Am besten hole ich mir jemanden dazu, der was zu sagen hat. Um meinem Land den letzten Schliff zu verleihen, muss etwas Großes her. So groß, dass es den Himmel erreicht. Aber was denn nur? Ich hab's! Ein Turm! Genau! Ein Turm! Sie werden einen Turm bauen. Alles tun sie aus purer Freude ihrer Herzen. Ohne Geld. Dennoch denke ich, dass ich als Gründerin von Babel das Recht auf Geld habe. Ich werde etwas Großes aus Babel machen. Ich bin die Architektin. Ich kümmere mich um die Planung von Gebäuden. Durch meine Intelligenz entstehen Kunstwerke. Um ehrlich zu sein, bin ich die Einzige in Architektur, die so talentiert ist. Bei mir ist immer alles perfekt. Keiner ist besser als ich. Ich bin die Nummer 1. Doch das war nicht immer so. Ich wuchs in einer armen Familie auf. Durch meine Idee wurde Babel wertvoller. Durch meine Arbeit und Kreativität entstand etwas ganz Besonderes für die Menschheit. Ein Turm. Gott gefiel das überhaupt nicht. Niemand außer Gott darf so weit oben sein. Das fand er einfach nur schrecklich. Da er seine Wut nicht zurückhalten konnte, gab er jedem eine andere Sprache, sogar mir. Man konnte sich nicht mehr miteinander unterhalten. Und somit war der größte Wunsch, einen Turm zu bauen, endgültig gescheitert. Doch das wird auf gar keinen Fall so bleiben. In kürzester Zeit wird sich alles ändern. Alles. Ich werde dafür sorgen, dass Babel mächtig wird. Ich sehe Häuser, Felder, Spielplätze und Menschen. Ich habe alle Weltkriege von oben gesehen. Ist das nicht wunderschön? Ich bin so stolz. Ich habe gesehen, wie die Menschen gelitten haben und gestorben sind. Ich habe sehr viel Blut gesehen. Ich habe einen Freund verloren und wurde beinahe auch erwischt. Ich war sehr traurig, bin alleine davon geflogen. Ich bin so stolz darauf, was meine Ahnen geschaffen haben. Sehen Sie nur. Es ist so schön, die Welt von oben zu sehen. Fliegen Sie mit, alle gemeinsam. Ich bin die Amnesie. Das ist eigentlich auch schon alles, was ich weiß. Wer sind Sie? Und wie heißen Sie? Wer sind Sie und warum folgen Sie mir? Ihr kennt es wahrscheinlich, wenn ihr frustriert, gebrochen, depressiv und so weiter seid. Ich bin quasi das Herz von alledem. Ihr könnt es euch so vorstellen. In eurem Bewusstsein gibt es zwei Mächte. Gut und Böse. Ihr seid das Produkt aus Gut und Böse. Ich aber hingegen bin die manifestierte Version des Bösen. Ich könnte euch kontrollieren, auch wenn ich euch gerade nicht beeinflusse. Momentan
habe ich von dem Schauspieler Besitz ergriffen, der gerade mit euch redet. Es ist schon lustig, wie dumm die Menschheit inzwischen geworden ist. Ihr wart mal die dominierende Spezies. Und was ist jetzt? Ich bin der Druck und ich will, dass sich die Menschheit an mich erinnert. Ihr versucht, mich loszuwerden, doch das funktioniert nicht. Ich bin einfach zu stark. Ich liebe es, andere unter Druck zu setzen. Ich sehe den Menschen gerne zu, während sie durch mich Panikattacken kriegen oder weinen. Ohne mich geht es einfach nicht. Erinnert euch an mich. Ich bin neutral, fair und gütig. Ohne mich würden auch viele andere Täter frei rumlaufen und anderen Menschen schaden. Vielleicht jemand, den ihr kennt. Ich treffe Entscheidungen nach dem Gesetz. Ich muss unparteiisch sein. Ich bin wichtig für die Gemeinschaft. Um etwas zu beurteilen, muss ich auf alle Details achten. Dank mir gibt's Ruhe auf der Welt. Machen Sie die Augen zu. Sie da hinten, schließen Sie Ihre Augen. Und, können Sie was sehen? Sie können mich sehen. Ich, die Dunkelheit, bin geheimnisvoll, mächtig, aber auch unheimlich. Ich bin die dunkle Schwester des Tages. Hierher, ich bin das Licht, kommen Sie mit mir. Ich beleuchte den Weg. Ich lasse die Dunkelheit strahlen. Ohne mich können die Menschen nicht leben. Ihr verdrängt mich, aber ohne mich könnt ihr nicht leben. Ihr braucht mich, um schlafen zu können und um zur Ruhe zu kommen. Haben Sie die Dunkelheit nicht aussatt? Das Licht macht gute Laune und hilft im Dunkeln besser zu sehen. Ich als Lichtquelle bin nicht nur um dich herum, sondern auch bei dir. Mein Feind ist die Dunkelheit. Denn dann zieht sich das Licht zurück und ich stehe im Mittelpunkt. Denkt über meine Worte nach. Denkt über meine Worte nach. Denkt über meine Worte nach. Ich habe eigentlich keine Lust auf diese Scheiße. Ich mache es nur, weil ich es einfach kann. Ich bin die Trauer, die in jedem von Ihnen schon einmal war. Jetzt stell dich nicht so an. Ich bin ein Teil von Ihnen und Sie sind ein Teil von mir, der Trauer. Ich bin wichtig in Ihrem Leben, zum Beispiel, wenn einem geliebten Menschen von Ihnen etwas passiert. Dann bin ich dafür da, um diesen Schmerz zu verkraften. Ohne mich wären Sie nichts, ohne Sie wäre ich nichts. Ich würde gerne mal Glück fühlen, das nicht aus der Trauer der anderen Menschen stammt. Ich erinnere mich, dass ich eine Bank bewacht habe, die sehr schwer zu bewachen war. Ich bewachte nicht nur Banken, sondern auch andere Gebäude. Komm näher. Näher. Komm näher. Schneller. Schneller, komm näher. Noch ein Stück. Komm näher. Näher. Ich bin der Tod, der Albtraum von euch.
vor mir haben sehr, sehr viele Menschen Angst. Es gibt Menschen, die mich suchen, doch andererseits gibt es auch Menschen, die mich nicht haben wollen. Ich bin das Schicksal der Menschheit. Man kann mich nicht sehen und hören, aber ich bin immer da. Kein Mensch redet über mich positiv, aber ich bin so stark, mächtig, kräftig, dass die Meinungen von anderen mir egal sind. Ich töte jeden. Wenn die Sonne des Lebens untergeht, leuchten die Sterne der Erinnerungen. Verbringe die Zeit mit deiner Familie gut. Das Leben ist wie eine Pusteblume. Nach einer Zeit muss jeder alleine fliegen. Ich sag nur, pass auf dich auf. Ich bin der Tod. Ich entscheide, wann ich das Tor öffne. Ich entscheide auch, wie lange ihr hier bleiben dürft. Übrigens, das Berühren sämtlicher Gegenstände ist verboten. Wie im Museum. Wer sich nicht daran hält, muss gehen. Die Zeit ist um. Bitte gehen Sie. Warum folgen Sie mir? Wie heißen Sie? Und wo sind wir gerade? Wie bin ich denn hier gelandet? Wer sind Sie und warum rede ich mit Ihnen? Vielleicht war die Vergangenheit schlimm und sehr verletzend, weil wir zu viel denken. Wir haben alles vergessen, weil wir andere Sachen im Kopf haben. Ich glaube nicht, dass wir es vergessen haben. Aber es könnte sein, dass wir uns einbilden, dass wir es vergessen hätten. Weil wir es müssen. Wenn Sie jetzt noch einmal schauen, was in den letzten 400 Jahren so geschehen ist, sehen Sie da einen roten Faden? Thank you.